Moin, Super Marillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Raps Play. Jetzt gucken wir im Viertelfinale vom Super Rap Brothers 2 Videobattle Turnier Jake Peralta gegen Dr. Duvenschmirz. Und ich glaube, bei dem Battle bin ich raus, Leute. Ich habe keine Ahnung, wer Jake Peralta ist. Und Dr. Duvenschmirz kenne ich nur von, oder Doofenschmirz, kenne ich nur vom Sehen. Also, wenn da jetzt krasse Lines kommen, dann verzeiht mir, dass ich die nicht kenne. Aber ich hoffe, die Charaktere, das sage ich ja immer wieder, ich hoffe, ihr baut die Lines so und untermauert sie mit Bildmaterial, dass man verstehen kann, was die Charaktere ausmacht oder was ihr da gerade disst oder was ihr von eurem Charakter referiert, sage ich jetzt mal, ohne dass man die Charaktere kennt. So. Ich drücke K und es passiert nichts. Why? Okay. So. Jake Peralta, wer ist es? Aber schon mal ein cooles Intro. Einfach, aber effektiv. Das ist ein Polizist. Waffe. Ah, ist das nicht der von dieser Serie? Runter, Hände hoch, NYPD, es ist Jake zu dem Beat, der Detective MC. Ich suche Dr. Doofenschmirz und will ihn vor Gericht haben. Warum krieg ich nie die Gangster mit den coolen Spitznamen? Was wissen wir? Männlich um die 50, krasser Buckel. Das ist eigentlich auch eine geile Idee, Alter. Warum seid ihr so kreativ? Einfach ein Video drehen und das fucking Gesicht von seinem Charakter auf sein eigenes Photoshop, also Photoshoppen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ey, mega die Idee. Warum seid ihr so kreativ? Das ist ja geil. Vielleicht zieht ihn seine Riesennase runter. Bei den Uni-Absolventen steht er nicht auf der Liste. Er ist kein echter Doktor, das ist Missbrauch von Titeln. Er hat Byzantium in Fionit geklaut, einen Anschlag geplant und ihn mies versaut und jemanden getötet, der mit seiner Tochter im Flirt, weil die minderjährig ist. Cool Motive, Silmörder. Wir glauben, er hat... Also, vom Video finde ich es geil. Vom Flow ist es okay. Ist ein bisschen... langsam, sage ich jetzt mal. Es passt vielleicht zum Charakter, aber so raptechnisch ballert es mich jetzt nicht weg, sagen wir es mal so. Aber auch mit dem Video finde ich richtig cool, dass es wie so ein Verhör ist. Nicht ein Verhör, wie so eine Detektivsarbeit, sage ich jetzt mal. Finde ich ganz geil. Irgendwo in Denver sein Geheimversteck und lebt dort wie ein Loser von den Alimenten seiner Ex. Erfindet er aus Krimskampfmaschinen, aber nichts da. Es gibt keinen Ninato auf der Welt, der mich besiegen kann. Dr. Doofenschmirz, Hände hoch vor mir. Nein, nein. Sie sind festgenommen, nein, nein. Von dem besten Kopf. Nein, nein. Punks wie du begehen Verbrechen. What the fuck, Alter, ist das witzig. Ich finde so ein bisschen line-technisch, also inhaltlich, zählt er viele Dinge auf, die er der Doofenschmirz, was ist das für ein Name eigentlich, die der gemacht hat, aber irgendwie steckt da nicht so eine krasse Punchline dahinter, sondern er zählt einfach nur auf. Und die Punchlines, die knallen da irgendwie leider nicht so rein. Also das, finde ich, könnte man besser machen beim nächsten Mal. Nun wollt frei sein, dazu sagen wir in Brooklyn, nein, nein. Ja, genau, von Brooklyn, nein, nein. Also 99 sagt man, Brooklyn, nein, nein. Aber gute Line. Ausgang dieses Battles ist genau dasselbe wie an jedem anderen Tag, denn du wirst besiegt von Nation P. Ich muss mich ganz genau umsehen, vielleicht musst du wieder irgendwo als Gartenzwerg rumstehen. Seine Eltern haben forsch auf meine Fragen reagiert. Die wussten bis zur Befragung noch nicht mal, dass der existiert. Was für Battle Rap, der hat von Tag muss dann null planen. Um den lyrisch zu besiegen, reicht ein Backpulver vom Vulkan. Ich mein, ohne Witz, der trifft den Takt ja so hart, nicht als ob der eingeschlafen wäre in einer Metronomfabrik. Und obwohl der gar nichts kann, entreißt er sich ja, Herrscher sein zu wollen über die ganze Tri-State Area. Hat der da gerade eine Reflexion eingebaut? Digga, das ist also Kingshit. Zu wollen über die ganze Tri-State Area. Jeder böse Plan ist Schwachsinn und erzeugt nur Sachschaden. Doch die größte Straftat ist seine Gang als Schlafmuffin. Das ist der Unterschied zwischen diesem Punk und mir. Ich bin Top-Tier, er ist halt ein Schnabeltier. Wartet mal ganz kurz, mir fällt was ein. Gerade der Deutsche ist der Böse. Oh mein Gott, das hier ist Die Hard. Dr. Doofenschmirz. Also ich find's auch vom Video und so sehr geil gemacht. Hände hoch vor mir. Sie sind festgenommen, nein, nein. Von dem besten Kopf. Nein, nein. Punks wie du begehen Verbrechen und wollen frei sein. Dazu sagen wir in Brooklyn, nein. Nein, nein. Der Ausgang dieses Battles ist genau dasselbe wie an jedem anderen Tag, denn du wirst besiegt von Nation P. Geil. From your lawn. Not a doctor. Shh. Witzig. Also,
Witzig, feier ich. Lass mal hier die Kommentare gucken. Möglicherweise der beste Text der Staffel bisher, super gut. Echt jetzt? Sehr coole Runde, Respekt, genialer Einsatz des Not a Doctor Outros. Das ist einfach mal tausendmal besser als deine Hook bei Ron Weasley. Ingo, so ein King, auch was seine Picks angehen. Schöne Referenzenvideos, auch sehr cool. Agent P-Line, seine. Was war die Agent P-Line? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, die habe ich nicht kapiert. Das, was Pixie sagt. Wer ist Pixie? Ah ja, hier. Nein, nein. Ja, okay, also richtig cool. Ich habe es gefeiert, muss ich sagen. Ich habe es gefeiert, wie gesagt. Ich habe mal Brooklyn Nine-Nine angefangen zu schauen, ein paar Folgen. Ich fand es irgendwie nicht so witzig. Ich habe mir so ein bisschen sowas so Scrubs-mäßig vorgestellt. Ja, hat mich nicht so geflasht, muss ich sagen. Aber macht ja nichts. Trotzdem fand ich die Runde sehr gut. Da bin ich mal gespannt, was Dr. Doofenshmirtz dagegen halten kann. Geiler Beat. Das ist Sound des Police. Ich mach ne Runde und du fliegst. Bist du Fan von wem, musst du gesetzlich Mindestabstand halten. Und ich denke, durch den Nutzer kannst du mich nicht richtig punchen. Ich find's irgendwie witzig, dass er dasselbe Ding genommen hat, was hier Jake benutzt hat, quasi im Keller am Ende, als er ihn festgenommen hat. Das sieht ja fast genauso aus. Er ist auch in dem Keller. Er hat auch so einen Anzug an. Und er hat auch das Gesicht drauf animiert. Witzig. Alles, was du machst, denn ist nicht eine Blamage. Dicker, du fickst mich so nicht, du willst wissen, Visage. Du willst noch fliehen, doch hast keine Chance. Und jetzt knallt, das ist so. Das ist ein bisschen wie Morlock Dilemma, Alter. Verklopft doch nicht mehr, Captain Holt, gib dir Halt. Du musst Verbrecher kriegen, warum bin ich dann bis jetzt frei? Mein Onkel ist Santa, die Paarung muss wohl ein Geschenk sein. Das Geld kannst du gebrauchen bei den fucking und Schulden. Ja, Doom jetzt. Schulden, Doom jetzt. Was ein Reim. Ich hole die Kohle und ich bleibe dabei. Stell hier alles auf den Kopf, denn schließlich heiße ich Heinz. Einfach nicht geil, was du in Silence so meinst. Ach so, Heinz. Wegen, okay, ja, kapiert. War nicht schlecht, war keine schlechte Line. Detective leider hittet keine einzige Line. Sagst du irgendwann noch selber, du hast offenbar verkackt. Punches? Oh my god, I forgot about that part. Man sieht dich nach der Runde in dem Schuldenberg ertrinken. Schuld aus Schachfiguren, weil du viel zu dumm bist, um zu spielen. Doch sogar mit Schachpointe klatsch ich dich locker. Dich für Top-Etikett nenn dich einfach Qualitätsopfer. Fühlt dich viel zu doll, aber das ist dadurch doch nicht besser. Du bist nicht der Sherlock, nur weil du deinen Namen dazu änderst. Du hoffst, dass du bald mal Teil des Teams von Sherlock führst. Nenn dich... Ich war eben noch geflasht, dass man Videos hatte, wo man einfach ein Gesicht auf ein original gefilmtes Video drauf macht. Und jetzt haben das einfach zwei Leute gemacht. Was ja irgendwie geil ist. Hatten wir das vorher schon mal? Hat mal in der ersten Staffel oder in den Runden davor irgendjemand einfach so das Gesicht auf sich drauf animiert? Schreibt mir das mal in die Kommentare, ob das so jemand mal gemacht hat. Ich glaube, ich kann mich nicht dran erinnern. Ich sehe Gibraltar, du bist von den Briten dominiert. Liegst in deiner Ruine, verlierst das Battalion und Hardcore. Du bessere Version von meinem Selbstzerstörinator. Ich analysiere nur dumm, dass ich der Geilste bin. Such mit Lupe nach Trophäen, aber findest einfach nicht. Hier sind einige Versager, aber niemand top dich Lappen. Sagst du, holst dir Sieg und musst dann 1000 Liegestütze machen. Hey, lol, das ist einfach dieselbe Szene, da kommt er jetzt trotzdem auch rein. Die haben es schon abgesprochen. Da kam er doch gerade rein. Die haben es schon abgesprochen. Stimmeinsatz perfekt. Dennoch hätte hier Uwu Tutgut stehen können. ich liebe dieses Turnier. Normale Battle-Runde langweilen mich langsam. Das Konzept ist einfach eine tolle Abwechslung und bietet Unterhaltung pur. Ist so. Einfach den Akzent genäht. Also das kann ich halt jetzt nicht beurteilen, ob das so sein Akzent ist, weil ich nicht keine Stimme oder so im Kopf habe. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es gut ist. Wenn es so sein sollte, da gibt es da von mir auf jeden Fall Props. Ich fand das mit dem Video ein bisschen lame, weil es irgendwie immer nur dieselben zwei Szenen waren. Aber wenn die sich wirklich abgesprochen haben mit dem Ding am Ende, dass dann hier der Jake reinkommt, ist es natürlich Baba-mäßig. Also es ist auf jeden Fall cool, wenn die Leute sich untereinander, wenn die einfach Bock haben, das untereinander noch ein bisschen geiler für die Zuschauer zu machen, dann Props auf jeden Fall dafür. Wenn es ein Zufall ist, dann ist es noch witziger. Kurze Info zur Runde, die ist in weniger als 2 Tagen schnell noch entstanden, damit das Battle nicht unvollständig ist. Danke an Itchy, der sich da angeboten hat, einzuspringen. Absolut geile Imitation, Straight Outer Druselstein. Finn Dicker, was ist das für ein Mörderbeat? Junge, der Beat ist so ein Brett, Stimme auch super nachgemacht und einige coole Lines. Mag ich mehr als die Runde davor. Ich finde Itchy Halbfinale. Also ja, ich fand, ich muss schon sagen, dass ich Jake besser fand vom Gesamtpaket. Ja, hier, also die Stimme hat man schon gemerkt, dass er sehr viel Einsatz bringt. Und wenn das so ist, dass der so redet, dann ist top gemacht. Es waren echt ein paar coole Lines dabei.
Ich müsste jetzt beide nochmal hören. Ich kann es jetzt nicht ich finde es beim ersten Mal hören immer schwer zu sagen, wer da die krassesten Lines hat. Ich habe vom Gefühl her sogar so die Tendenz, dass mir hier vom Doktor die Lines sogar ein bisschen besser noch gefallen haben. Aber gebe da nichts drauf, weil, wie gesagt, ich müsste mir das sonst noch ein paar Mal anhören. Aber ich fand Jake im Gesamtpaket besser und geiler und hab's mehr gefeiert, weil da hat auch mehr Mühe drin gesteckt vom ganzen Video und dem ganzen Kram. Fand ich auf jeden Fall cool und die Hook fand ich auch cooler, aber das hier war auch eine sehr, sehr geile Runde. Jo, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Schaut euch die anderen Runden an, die findet ihr wie immer, da drüben zum Anklicken. Alle Reactions und alle Runden und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein und stay Pam. Ciao!